Grüß Gott von meiner Seite. Ich möchte heute versuchen, Ihnen ein bisschen einen Einblick zu geben, warum ein Patient im Krankenhaus aufgenommen werden muss und warum manche von den Patienten dann sogar bis zur Intensivstation gebracht werden müssen, um dort weiter behandelt zu werden und was wir dort für Behandlungsmöglichkeiten haben. Die Covid-Erkrankung verläuft ja sehr vielfältig und ich glaube, jeder kennt mittlerweile in seinem Umfeld Leute, die Erkrankung durchgemacht haben und diese auch in den allermeisten Fällen mit einem milden Verlauf. Also ich glaube, diese Wahrnehmung, die jeder auch in seinem direkten Umfeld hat und wenn man nicht selber zu einer Risikogruppe gehört, hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Bedrohung weniger stark wahrgenommen wird, wie das eher im Frühjahr noch war. Trotz allem ist es so, dass ein gewisser Anteil der Erkrankten einen so schweren Krankheitsverlauf nimmt, dass sie im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Das ist meistens in der zweiten Erkrankungswoche, so zwischen Tag 7 und 10. Wir sehen in den Krankenhäusern schon eine Gruppe von Patienten, die da betroffen sind, und das sind überwiegend die älteren Patienten. Wir haben im Moment ein durchschnittliches Alter der stationären Patienten zwischen 70 und 73 Jahren. Und sie haben meist die typischen Begleiterkrankungen wie einen Bluthochdruck, einen Diabetes oder auch eine Fettleibigkeit. Es gibt natürlich auch junge Patienten, die schwerer erkranken, aber das ist prozentual gesehen sicher nur ein sehr geringer Anteil. Die Patienten werden dann letztendlich in einer Notaufnahme gesehen, weil sie entweder im Allgemeinzustand sehr geschwächt sind oder weil sie dann wirklich auch das Symptom einer Atemnot verspüren. Und das ist ein sehr bedrohliches Symptom. Und in der Notaufnahme ist eigentlich das Erste, was man dann meistens macht, ist, dass man die Sauerstoffsättigung misst. Da gibt es also solche Fingerclips, die gibt es in kleinen, in großen Varianten. Und das gibt schon mal einen ersten Eindruck darüber, wie schwer der Patient erkrankt ist. Und dann wird meistens, wenn man da schon sieht, dass die Sauerstoffwerte im Blut schlecht sind, wird dort schon Sauerstoff gegeben. Und dann in diesem ersten Ansprechen auf den Sauerstoff kristallisiert sich schon mal heraus, ist das ein Patient, den man auf eine Normalstation aufnehmen muss, oder sind die Werte vielleicht so schlecht, dass man ihn auch direkt von der Notaufnahme auf die Intensivstation bringen muss. Wenn Patienten entweder von der Notaufnahme oder auch manchmal von der Normalstation, wenn sie sich dort in den nächsten Tagen manchmal verschlechtern, zu uns auf die Intensivstation kommen, dann können wir dort aber auch kein Wundermedikament bieten. Ja. Es hat sich leider nichts herausgestellt an medikamentöser Therapie, dass es wirklich viel hilft. Wir geben Cortison, wie man es weltweit mittlerweile gibt. Das hat schon einen unterstützenden Effekt, aber es ist sicher kein Wundermedikament, sodass an sich nur eine symptomatische Therapie möglich ist. Und symptomatisch heißt, er hat wenig Sauerstoff im Blut. Ich muss schauen, dass ich Sauerstoff ins Blut hineinbekomme. Und da habe ich natürlich auf einer Intensivstation nochmal andere Möglichkeiten wie auf einer Normalstation. Und man redet viel von Beatmung in letzter Zeit. Ja, überall in der Presse, in Fernsehsendungen, alle reden von Beatmung. Ich möchte Ihnen aber auch ein bisschen praktisch einen Eindruck geben, was es da für Möglichkeiten gibt. In der Intensivmedizin redet man zum einen von einer nicht-invasiven Beatmung. Nicht-invasive Beatmung bedeutet, dass der Patient so eine Maske bekommt, die muss recht fest und stramm sitzen und die muss auch ziemlich dicht sein. Und dann kann man über so eine Maske dem Patienten zum einen Sauerstoff bis zu 100% zuführen. Man kann aber auch schon einen gewissen Druck auf die Lunge geben durch eine Beatmungsmaschine, weil man weiß, dass mit diesem erhöhten Druck auch mehr Sauerstoff ins Blut kommt. Jetzt kann man sich vorstellen, dass so eine Maske nicht für jeden sehr angenehm ist. Es gibt Patienten, die haben eher Platzangst. Wenn man diese Maske ihnen aufschnallt, bekommen sie noch mehr Angst. Sie haben eh schon Atemnot. Also das ist auch für Patienten oft keine einfache Situation, wo man dann natürlich auch mitunter medikamentös schauen muss, dass man sie etwas beruhigt. Und gerade wenn jemand wirklich sehr schlechte Werte hat, dann muss diese Maske in der Anfangsphase oftmals Stunden oder oftmals auch durchgehend getragen werden. Also das ist auch schon mit diesen Maßnahmen für manche Patienten sehr belastend.
Wenn dies nicht ausreicht, ja, einen Patienten zu stabilisieren, dann gibt es noch neben der nicht-invasiven Beatmung die sogenannte invasive Beatmung. Und von invasiver Beatmung redet man, weil man etwas in den Patienten hineingeben muss. Das ist ein invasiver Vorgang. Und so sieht also ein Beatmungsschlauch aus. Das heißt, ich muss dann, wenn ich einen Patienten künstlich beatmen will, muss ich diesen Beatmungsschlauch durch den Rachen, durch den Kehlkopf bis in die Luftröhre bringen. Ja? Da kann man sich vorstellen, dass das bei einem wachen Patienten nicht möglich ist. Das heißt, für so einen Vorgang muss ich den Patienten narkotisieren. Das heißt, wie für eine Operation bekommt er dann starke Narkosemittel und dann kann man so einen Beatmungsschlauch verwenden. Und über so einen Schlauch hat man dann die Möglichkeit, nochmal deutlich mehr Druck auf die Lunge zu geben und wirklich mit invasiven Maßnahmen zu versuchen, den Sauerstoff ins Blut zu bekommen. Jetzt ist das insgesamt die Beatmung bei einem Lungenversagen ein komplexes Thema. Und es ist schon so, dass es auch gewisse Dinge gibt, die man sehr genau beachten muss, weil man weiß, wenn man eine Beatmung nicht sehr genau und sehr adaptiert auf den Patienten durchführt, dann kann eine Beatmung auch zusätzliche Schäden an dieser Lunge verursachen. Das heißt, ich brauche hier ein sehr kompetentes Personal, ja, das auch für die Beatmungseinstellung verantwortlich ist. Und das sind natürlich zum einen Intensivärzte, aber man braucht auch hier sehr kompetentes Pflegepersonal, weil die Patienten werden narkotisiert. Das heißt, ich muss auch die Narkosemittel im Verlauf immer wieder anpassen. Und auch die Beatmung ist ein sehr dynamischer Prozess, wo man immer wieder draufschauen muss und Einstellungen vornehmen muss. Und das ist etwas, wo man auch sehr gut geschultes Intensivpersonal braucht, Intensivpflegepersonal braucht. Dann hat man auch, glaube ich, immer wieder davon gehört, dass man Patienten auf den Bauch dreht, ja? Also auf den Bauch legt. Es gibt auch viele Fotos, wo man sieht, dass Patienten eben auf dem Bauch liegen. Wobei ich glaube, dass viele nicht verstehen, was da der Hintergrund ist. Auch das möchte ich versuchen, so ein bisschen plastisch darzustellen. Ich habe jetzt hier einen Schwamm mitgebracht. Das ist ein trockener Schwamm und eine gesunde Lunge, die sind eigentlich recht gut vergleichbar. Auch die Lunge ist an sich ein sehr leichtes Organ, wo sehr viel Luft drin ist. Und im Rahmen von schweren Entzündungsprozessen kommt es dann aber dazu, dass sich in dieser Lunge sehr viel Flüssigkeit ansammelt. Ja, dass sich Flüssigkeit im Körper bei Entzündungen bildet, das kennt man auch selber, wenn man sich das Knie anschlägt und es wird dick. Das ist auch nichts anderes wie Gewebsflüssigkeit, die sich da bildet. Also Entzündungsreaktionen gehen oft mit eben diesen vermehrten Flüssigkeitsbildungen einher. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diesen Schwamm einfach nass mache, weil dort vermehrt Flüssigkeit drin ist und den Schwamm dahin lege, dann kann man sich vorstellen, dass diese Flüssigkeit der Schwerkraft zufolge einfach langsam absinkt, dass im oberen Bereich schon relativ trockene Bezirke vorhanden sind, aber unten dieser Schwamm sehr nass ist. Und das Gleiche passiert eigentlich auch mit der Lunge. Wenn der Patient auf dem Rücken liegt, narkotisiert wird, dann kommt es vor allem in den unten liegenden Bereichen zu starken Verdichtungen in der Lunge, sodass dort kein Sauerstoff aufgenommen werden kann. Und deswegen weiß man schon auch seit vielen Jahren in der Behandlung des akuten Lungenversagens, dass es oft hilfreich ist, wenn man diese Lunge einfach umdreht, ja, weil dann auch diese Flüssigkeit wieder ein Stück weit sich verteilen kann und man mehr Sauerstoff in den Körper hineinbekommt. Und das ist auch der Grund, warum dann solche Patienten 16 Stunden auf den Bauch gedreht werden, um diese Sauerstoffaufnahme im Körper zu erhöhen. Eine weitere Auffälligkeit bei der Covid-Erkrankung ist, dass die Patienten, die wirklich ein schweres Lungenversagen erleiden, sehr lange Verläufe haben. Also wir haben bei uns selber Patienten gesehen, die 40 Tage, 50 Tage auf einer Intensivstation gelegen sind, bis sie sich so stabilisiert hatten, dass man sie auf eine normale Station verlegen konnte. Dass das natürlich auch für die Ressourcen von Intensivbetten Auswirkungen hat, auch das kann man sich sehr leicht vorstellen. Wenn ein Bett mehrere Wochen belegt ist, dann kann da kein zweiter Patient rein. Das ist einfach so. Und wenn man jetzt in den letzten Tagen einen Blick in die österreichischen Medienberichte geworfen hat, dann hat man doch zunehmend Befürchtungen gehört, die auch in verschiedenen Bundesländern von Intensivmedizinern geäußert wurden, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen
möglicherweise nicht ausreichen. Und auch wir, wenn wir den Verlauf der Fallzahlen über die letzten Wochen sehen und bisher keine Trendwende erreicht haben, müssen sagen, dass wir befürchten, dass wir vielleicht auch im November schon an die Grenzen unserer Aufnahmekapazitäten kommen. In diesem Zusammenhang hat man auch in den Medien immer wieder mal dieses Stichwort Triage gehört. Und dazu möchte ich einfach ein paar grundlegende Dinge sagen. Wenn die Kapazitäten in einer Region erschöpft sind, dann muss man natürlich, bevor man eine Triage beginnt, in Erwägung ziehen, ob es andere Behandlungsmöglichkeiten gibt. Sprich, ob man Patienten zum Beispiel in einem anderen Land, in einem anderen Bundesland behandeln kann. Wir haben das im Frühjahr gesehen, da gab es eine Anfrage aus Südtirol, ob wir in Vorarlberg Südtiroler Patienten übernehmen können, weil in Südtirol zu diesem Zeitpunkt die Kapazitäten erschöpft waren. Bei uns war es zu diesem Zeitpunkt noch recht entspannt, sodass wir diesem Wunsch nachkommen konnten. Wenn wir jetzt aktuell in die anderen Länder schauen, also Südtirol kämpft im Moment mit den gleichen Problemen, die Zahlen entwickeln sich nicht gut. Die Schweiz hat die gleichen Probleme, Tirol hat die gleichen Probleme, sodass wir aus diesen Bereichen wahrscheinlich nicht damit rechnen können, dass Patienten im Notfall dort versorgt werden können. Wie sich das Ganze in Deutschland entwickelt, das wissen wir noch nicht. Die Zahlen sind dort etwas hintendran, etwas besser. Aber hier ist zumindest mal auf politischer Ebene schon mal, sind Kontakte geknüpft worden, um auch diese Möglichkeit vielleicht in Betracht ziehen zu können. Aber auch da, muss man sagen, reden wir dann von einzelnen Patienten, die sicher nicht eine Lösung des Problems sind. Wenn dann aber auch diese Möglichkeiten erschöpft sind und es keine Kapazitäten mehr gibt, dann gibt es in der Medizin eigentlich einen Wechsel der Art der Medizin. Wir machen zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Individualmedizin. Das heißt, es steht jedem Patienten eigentlich uneingeschränkt der Zugang zu der medizinischen Versorgung offen. Wenn diese Kapazitäten aber nicht mehr vorhanden sind, dann rutschen wir von einer Individualmedizin in eine Katastrophenmedizin. Und dann muss man nämlich schauen, dass die vorhandenen medizinischen Ressourcen und Kapazitäten so eingesetzt werden, dass möglichst eine große Anzahl von Patienten überlebt. Das heißt aber auch dann in aller Konsequenz und konkret, dass man anfangen muss, Überlebenswahrscheinlichkeiten von einzelnen Patienten gegeneinander abzuwägen. Und das trifft dann Patienten, die sich verschlechtern und ein Intensivbett brauchen. Das betrifft Patienten, die bereits auf einer Intensivstation liegen und eine Therapie laufen haben. Das betrifft Covid-Patienten und das betrifft Nicht-Covid-Patienten, also auch jeden Herzinfarkt, jede Hirnblutung, jeden schweren Unfall. Ja? Und dann muss man auch, wenn es hart auf hart kommt, eventuell Therapien bei Patienten beenden, wenn ein anderer Patient da ist, der eine größere Überlebenschance hat. Das sind also harte medizinische Entscheidungen über Leben und Tod, die man nicht leichtfertig treffen kann. Und das ist auch für alle, die in diesem Gesundheitsbereich arbeiten, natürlich eine extrem belastende Situation. Das war bisher noch nie in der Nachkriegszeit in Österreich nötig, dass man solche Entscheidungen fällen muss. Und deswegen kann man, glaube ich, auch verstehen, dass österreichweit die Appelle der Mediziner stärker werden und dass sie darauf hinweisen und die Bevölkerung bitten, alles dafür zu tun, um diese Situation irgendwie zu vermeiden. Für uns ist es belastend, allerdings muss man auch sehen, für die Patienten und für die Familien, die dahinter stehen, vielleicht für Patienten, wo man keine Behandlungsoption mehr anbieten kann, für die sind das Katastrophen. Und es steckt hinter jedem einzelnen Fall ein einzelnes Schicksal. Ja, und das muss jedem bewusst sein. Wenn man also aber in diese Situation kommt, dass man solche Entscheidungen treffen muss, dann muss das zumindest nach objektivierbaren und nachvollziehbaren Kriterien gehen, die auch international anerkannt und vergleichbar sind. Und da gibt es im Prinzip drei Faktoren, auf denen solche Entscheidungen beruhen. Das erste ist die Überlebenschance des Patienten zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, da gibt es
Hilfsmittel, wie man diese Überlebenschance ein bisschen, sagen wir mal, auch konkretisieren kann, indem man gewisse Organfunktionen des Körpers nach bestimmten Kriterien einordnet. Also die Herzfunktion, die Lungenfunktion, Nierenfunktion, Leberfunktion. Ja, da bekommt man ein Bild über den Schweregrad der aktuellen Erkrankung. Der zweite Punkt ist natürlich auch, oder sind die Begleiterkrankungen, das Ausmaß der Begleiterkrankungen. Und ein dritter Punkt ist aber auch das Alter, wobei ich hier darauf hinweisen möchte, dass das Alter nie ein alleiniges Kriterium sein kann, um einem Patienten den Zugang zur Intensivtherapie zu gewähren und zu verweigern. Es ist immer eine Kombination aus mehreren Faktoren. Wir haben in Vorarlberg schon im Frühjahr angefangen, eigentlich ein sehr gutes Netzwerk zwischen den Intensivstationen aufzubauen. Wir haben angefangen, unsere Erfahrungen auszutauschen. Wir haben jetzt aktuell so engen Kontakt, dass wir eigentlich täglich zwischen den Stationen telefonieren. Wir machen einmal die Woche Videokonferenzen, um ja, Behandlungen wirklich abzusprechen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wie wir das in Vorarlberg machen wollen. Und wir haben uns auch schon im Frühjahr damit auseinandergesetzt, ja, was tun wir, wenn so eine Situation der Triage kommt, weil man natürlich aus anderen Ländern gesehen hat, dass das Realität ist. Ja. Da braucht man nur an italienische Zustände denken, wo ja, LKW-weise Särge angeliefert wurden, oder in New York, wo Kühllaster vor die Krankenhäuser gebracht wurden. Also das soll sowas auch in zivilisierten Ländern passieren kann. Ja, das war uns bewusst und deswegen haben wir auch da versucht, uns darauf vorzubereiten und uns innerhalb von Vorarlberg abzugleichen. Weil es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass solche Entscheidungen nie Einzelentscheidungen sind. Das heißt, da sind immer Behandlungsteams dahinter, da findet ein Austausch auch zwischen den Häusern statt, um dann, wenn es sein muss, eventuell auch solche Entscheidungen über Therapielimitierungen zu treffen. Ich glaube, man kann hier nur auch um ein gewisses Verständnis bei der Bevölkerung bitten, dass wir im medizinischen Bereich wirklich darum bitten, dass man wirklich alles versucht, dass uns solche Verhältnisse erspart bleiben. Und da kann man, glaube ich, nur nochmal an die Verantwortung des Einzelnen appellieren, dass auch jeder ein bisschen den Blick auf die Gesellschaft hat und nicht nur auf sein enges Umfeld, wo vielleicht wenig Gefahr besteht, und dass jeder bereit ist, sich wirklich dafür einzusetzen, dass die Anzahl der Neuerkrankungen sinkt, und dass man sich aber vor allem auch dafür einsetzt, dass man Risikogruppen schützt. Und wie gesagt, wir sehen die älteren Patienten, wir sehen die vorerkrankten Patienten, und da muss man, glaube ich, nochmal ein großes Augenmerk drauf legen, zu sagen, wenn ich jemanden mit Schutzmaßnahmen treffe, wenn ich ihn schon treffe und Abstand halte, dann bringe ich ihn nicht in Gefahr. Also man muss einfach vermeiden, diese ungeschützten Kontakte mit wenig Abstand, weil da finden die Übertragungen immer noch statt. Und ich glaube, solange wir das nicht ändern, werden wir unaufhaltsam in diese Problematik hineinwandern, was aber für alle Beteiligten wirklich eine schlimme Situation wäre. Danke von meiner Seite.